Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus Sternsingen und herzlich willkommen zur Operation Bunte Rinde. Hier mit allen, die hier so rumstehen. Elysion, Anni, Marcini, Cedric, Zordan, der Gärtnermeister, Kai, Cedric, Delfino, Cedric und Marcini. Und Cedric. Wir haben uns alle hier eingefunden, habe ich irgendwie vergessen? Ja, Cedric. Oh Leute, wir sind wieder alle hier zusammengekommen in Sternsingen, heute am Vorweihnachtstag, um den Baum neu zu schmücken, weil Elysion den Baum nicht mehr schön fand. Ich fand ihn nicht mehr schön, ne? Ich weiß es nicht mehr. Wir fanden ihn nicht mehr schön. Der soll heute neu geschmückt werden. Und so habt ihr sozusagen jetzt nochmal vor der großen Weihnachtsaufnahme eine Bonusaufnahme, wo der Baum geschmückt wird. Hier mit den ganzen bunten Leuten. Ne? Und ich würde sagen, wir fangen gleich an, oder? Was meint ihr? Genau. Ja. Weil wir haben ja ganz viele neue Sachen. Wir haben zum Beispiel hier Pilzlaternen. Die sehen so aus. Wenn man sie hier zaudern, so sehen die aus. Wenn man sie in Hand hält, wenn man sie anbringt, sind die aber viermal so groß. Ja, erstmal müssen wir den alten Baumschmuck abnehmen. Also schaut ihn euch nochmal an, das ist der alte Baum. Oh. Und ich würde sagen, ich hole schon mal Krams. Möchte irgendwer mitkommen, Krams holen? Ja, kann ich. Dann komm mal mit, Delfino, wir holen mal Krams, wir holen mal neuen Baumschmuck. Wir haben ja, was wir dieses Jahr sehr viel haben, sind Enderperlen. Wir könnten den ganzen Baum mit Enderperlen schmücken. So 100 Rahmen drauf. komplett mit Rahmen und dann einfach nur Enderperlen reinklatschen. Die neuen Kugeln. Ja, da oben, das seht ihr morgen, was das ist. Was war das denn für ein Geräusch? Ja, dachte ich mir auch gerade. Das ist irgendein mit durchdrehenden Schlittenkufen hier in Sternsingen. Ja, war das vielleicht der Nikolaus schon oder so? Das kann natürlich sein. Ja, schau dich um, Delfino, und dann gucken wir mal, was wir davon gebrauchen können. Ich glaube, hier unten habe ich so Enderkrams drin. Da sind hier diese neuen Zwiebelranken. Ah ja, da ist Krams. Und ich habe oben auch noch einen Baum, da gehe ich jetzt gleich mal ran. Kamesin? Ja. Und hier ist irgendwo auch noch Knochenblöcke. Warum nicht? Hier haben wir so ein paar Kugeln. Vielleicht sollten wir noch ein paar Rahmen machen. Wir haben hier oben haben wir noch ganz viele Leders. Und dann würde ich ganz einfach noch... Ich mache noch mal ein paar Rahmen, Leute, ja? Was haben wir hier? Damit wir irgendwelche bunten Sachen aufhängen können. Gemeißelter, polierter Schwarzstein. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so als Weihnachtsbaumkugel... Der hat so Muster drauf und so. Ja, stimmt. Das ist auch nicht schlecht, ne? Sieht auch aus wie eine Christbaumkugel. Man kann ja was mitnehmen, können ja die anderen entscheiden. Ja, genau. Alles einstecken. Ich glaube, wir haben. Kommt ja hinterher sowieso alles ins Lager. Ich glaub, wir haben abgeplündert, den alten, oder? Ist noch irgendwo was? Nee, hier liegt noch. Ist schon alles runter? Hier. Was? Den alten haben sie geplündert? Da liegt noch was. Ja, hier. Ich mach grad Rahmen und genau, wir bringen ganz viel. Der Fino bringt ganz viel Krams mit. So, ich habe einmal 32 Rahmen, das sollte reichen. Jo. Ach so, und wir müssen unbedingt Wasserdelfino. Was wir machen müssen, sind hier blaue Laternen. Ach stimmt, da war doch was. Blaue Laternen müssen wir machen. Du hast die Kasse verschoben. Nicht absichtlich. Die sollte eigentlich erst morgen. Na ja, gut, okay. Blaue Laternen müssen wir machen. Ich habe hier 64 mal hier diese Seelensand, diesen neuen. Seelensand Deluxe sozusagen. Und dann brauchen wir Fackeln. Wir brauchen Fackeln. Ach, wir nehmen den einfach so mit, wie er ist. Da, irgendwer wird schon Fackeln dabei haben. Jo, ich hab 12 Stück. Siehst du? Und hier nehmen wir uns noch ein bisschen Lametta mit. Lametta. Lametta muss immer dran. Okay. Oh. Und Eisen brauchen wir wahrscheinlich. Ja, da muss ich nochmal an die Eisenkiste ran. Oh, verdammt. Wir hätten jetzt was angezündet hier. So, aber davon noch ein bisschen... Ja, Delfino, guck mal, ich renn schon mal hin, ne, zu denen. Ich wollte Plastikbaum mit. Und? Wie schnuppert's? Angenehm. Waldmeister, ne? Ja, wir wollen den neu schmücken dieses Jahr. Der ist jetzt ja schon seit einigen Jahren immer der gleiche Baumschmuck. Guck mal, so, und so sieht er aus, wenn er abgeschmückt ist. Eigentlich ganz unspektakulär, ne? Ist dein Konkurrent oder dein Freund, der Waldmeister? Mitarbeiter. Keine Konkurrenz unter Wald- und Gartenmeistern. Mhm. Ja, Elysion, hier, guck mal, ich habe hier zum Beispiel solche Dinger mitgebracht. Yay, sehr schön. Die kannst du ja schon mal, könnt ihr ja schon mal anbringen. Ich habe auch hier so Ranken. So Ranken hier, diese neuen Ranken. Gärtnermeister, hier, das was für dich mit Augen dran und so. Als Gelande so irgendwie vielleicht.
Es sind nicht viele, aber die wachsen ja auch noch nach, glaube ich. Dann würde ich schon mal blaue Laternen machen. Ich habe gelbe. Mit. Macht wer anders vielleicht normale Laternen? Ich habe normale. Ich habe auch normale. Ah, sehr gut. Ich habe noch ein bisschen Münzen für dich. Ich gehe mal ins Lager und guck mal wegen die Kohlen. Geht hier aber auch noch ein paar Enderperlen. Enderperlen müssen auch dran. Ich finde, das passt dieses Jahr sehr gut. Enderperlen, also das passt sehr gut zu diesem Jahr, wollte ich sagen. Weil wir so viele Enderperlen auch irgendwie überschüssigerweise überall rumliegen haben. Wir müssen ja auch ein bisschen an die Preise denken, ne? Können ja auch nicht so teuer produzieren, den Weihnachtsbaum. Stimmt. Gibt's ja gar kein Holz in dem Lager? Nö, ne? Nee, das ist beim Holzfäller. Das Holz ist beim Holzfäller. Okay. Macht ja Sinn. Ja, ist ja richtig, ja. Ne? Cedric, ich habe ganz viele Rahmen hier. Da kannst du auch ganz viele Sachen reinhängen. Und ich habe, was schmeißt du mir jetzt zu? Achso, Glas. Ich habe hier noch ein paar schöne Kugeln. Ah, ja. Ja. Ach, Eisen. Eisen ist gut. Eisen für die Laternen, aber da brauche ich trotzdem erstmal fuck. Autsch. Ein Gedränge hier. Ist ja wie auf dem Bazar. Okay, dann gucken wir mal. Dann gehen wir einfach mal kurz zum Sägewerk. Es wird nicht lange dauern, dann haben wir diesen Baum geschmückt. Das sind alles Profis am Werk, ne? Gerade, seht ihr ja. Und da wird das natürlich jetzt ratzifatzi gehen. Wahrscheinlich kommen wir wieder und dann ist er schon geschmückt. Kann man eigentlich auch diese Beeren da dran hängen? Nee, ne? Diese Beeren, die es jetzt gibt. Nur in den Rahmen, oder? Nur in Rahmen, ne? Das ist blöd. In Rahmen sieht immer so mäßig schön aus, irgendwie nur. Mal, was hier schon so ist. Noch nichts. So, ich habe Stickies gemacht und ich wollte auch Kohle holen, verdammt. Aber da waren eben so viele im Lager, das war mir dann, bin ich dann durcheinander geraten, weil so viele einfach waren. Ja, die Kirche ist natürlich auch schon, die Fenster geputzt und so, das alles schon vorbereitet für den morgigen Tag. Ich hoffe, ihr wartet auch schon aufs Christkind und so. Wir alle auch. Wir sind alle schon angereist und wohnen schon im Hotel. Und warten eigentlich auch nur, dass es endlich Weihnachten wird und wir ein wundervolles Weihnachtsfest zusammen verbringen können. Ich glaube, so ein Halberstack würde reichen. An blauen Laternen, so viel kriegt man ja auch nicht dran. Irgendwann ist so ein Baum ja auch mal voll, ne? Das ist ja leider so. So, jetzt brauchen wir eine Werkbank. Werkbank war hier vorne, genau. Dann machen wir nämlich erstmal aus den normalen Laternen. Blaue Laternen, so geht's nämlich nicht. Weil wir brauchen das Fest der Liebe, die beiden hier. Oh. Ach, das war ja, ich brauche ja gar keine Nummer. Ah ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Das Rezept. Ich habe das Rezept verdreht gehabt, aber jetzt kriege ich es hin, warte. Das war ja irgendwie so. Unten Stock, dann Kohle und dann das da drauf. Oder umgekehrt. Geht nicht? Nee. Seelenerde in die Mitte, oder was? Nee. In die Mitte. Seelenerde in die Mitte? Ja, ich glaube. Oder oben drüber war es, glaube ich, Seelenerde. Seelenerde, Kohle oder Seelenerde und normale Fackeln? Nee, Seelenerde, Kohle und Stickies. Warte. Da haben wir es doch. Nee, es ist tatsächlich Kohle. Es wird Stock, dunkel. Seelenerde. Okay. Hier liegen schon Leute. Ich lege mich mal dazu. Liegen. Okay, ich habe blaue Laternen. Ja, ich auch. Yo. Wir alle liegen. Hui. Ja, ich habe zusammen mit lauter Dorfbewohnern geschlafen. Es war eine wilde Nacht, sage ich euch. Ich habe am Karussell geschlafen. Ich habe da blaue Laternen. Am Karussell geschlafen. Da ging es total rund. Ich habe überhaupt keine blauen Laternen. Ich habe blaue Fackeln. Die bringen mir erstmal nicht so viel. Ich sehe schon, wenn ich meine Fackeln, meine Laternen fertig habe, ist der Baum fertig geschmückt. Yep. Aber naja, macht ja nichts. So kann man auch Arbeitszeit vergeuden. So, jetzt machen wir aber hier. Cedric hat uns ja ganz viele Dollars zugeworfen. Die verschwenden wir jetzt erstmal in blaue Laternen. 13 Stück. Das soll erstmal reichen. Also so viel ist noch gar nicht passiert. Es hängt bis jetzt noch nicht so viel. Es hängen so ein paar von den neuen Pilzlichtern. Wir können theoretisch aber auch noch, Ketten, siehste, Ketten können ja auch noch dran. Ja, sonst halten die Laternen nicht. Ach, sonst halten die Laternen gar nicht, das ist ja auch ein Ding. Ach so, ja, kannst du auch. Ich wollte mir gerade welche basteln, aber kannst mir auch Ketten abgeben.
Ach, das ist ja interessant. Man kann die ja, gut. Alles klar, habe ich jetzt auch verstanden. Also man kann Ketten zwar überall dranhängen, aber die Laternen kannst du nicht überall dranhängen. Kannst du sie drauf stellen auf die Tannennadeln oder geht das auch nicht? Ja, das geht. Genau. Das hier sind ja auch so ein paar Blöcke, wo man so drauf stellen könnte. Ja, hier zum Beispiel, da, der da. Hops. Nee, stellen kann man es auch nicht. Die blauen nicht, aber die anderen kannst du auch überall drauf stellen, oder? Ich weiß nicht. Ich hätte jetzt auch gedacht, man kann die hinstellen. Okay, das ist interessant. Interessant. Aber man kann die blauen Laternen wahrscheinlich muss man dann echt noch einen Zaun dran bügeln, oder? Wie man da eine blaue Laterne rankriegt, so an solche Stellen. Vermutlich, ja. Ein Zaun. Oh, Vorsicht. Autsch, hat wehgetan. Aber es ist schon wieder gut. Braucht euch keine Sorgen machen. Mir geht's gut. Also, es wird, ne? Ihr seht schon. Massini, du bist ja Sternbeobachter. Ja, was sagst du dazu? Ach so. Ja, dann muss die Bauerpflicht übernehmen. Ja. Das ist wieder typisch, der daneben steht und Glühwein trinkt. Ja, deswegen kann ich auch nicht mehr. Ich bin froh, dass ich noch gehen kann. Irgendwas kann jeder, es ist doch so. Ich habe nichts dabei, ich mache auch nur Abnahme hier. Ach so, du machst Zollern. Bauabnahme. So, jetzt nee, Baumabnahme. Guck mal, jetzt machen wir es nämlich so. Dann können wir nämlich. Sehr schön. Ach so, die Zäune verbinden sich aber nicht mit dem. Das ist ein Problem, Ski. Einfach mal noch ein paar Äpfel in die Bilder rammen. Oder auch mal ein paar Saft. Hast du welche? Oh, ich guck mal. Warte mal, ich glaube, da habe ich noch welche in der Hütte. Ich muss mal schauen. Und wenn ich einen Rahmen hinmache, kann ich das dann. Nee, das gibt es wahrscheinlich auch nicht. Das sieht schon mal gut aus hier mit den Ranken. Das gefällt mir. Ja, hier kann ich auch noch eine hinmachen. Also blaue Laternen sind echt anstrengend. Ich habe wieder mal den anstrengendsten Job von euch allen. Oh. Oh, ja, danke. Komme ich da oben hin? Ich bin schon fast tot. Beim Baumschmücken. Sehe ich gerade. Ja, gut. Ja, ich merke jetzt auch erst, dass ich gar nicht meine Federfallschuhe anhabe. Ach, guck mal, so kann ich die Kette aber hängen. Ist auch witzig. Ah, nee, habe ich doch. So quer. Nee, das sieht doof aus, ne? Elysian ist übrigens für die Gesamtbauabnahme. Du bist Bauleiter sozusagen. Mhm. Mhm. Das ist schön, man kann Elysian alles verkaufen, weil er sagt. So kann man Verantwortung schnell übertragen. Ja. Elysian, du musst noch ganz schnell 150 Euro an den Server überweisen. Ist schön erledigt. Hopsa. Es ist echt faszinierend, dass das nicht geht. Aber hier kann ich eine Kette zwischen machen, aber dann kann ich ja da nichts dranhängen. Ist klar. Ist ja klar, weil da hängt ja auch schon was. Ja, das erste Mal, dass wir den Baum sozusagen hier in der Sendung schmücken. Ja. Eigentlich muss da ja oben schon noch irgendwie so ein Sternchen drauf, oder? Ein Sternchen? Ja, bau du noch den Sternchen. Ich und meine große Klappe. Hol ich vor mal los, doch. Ja, genau. Da habe ich noch 11 Tasche von alten Baumschmuck. Ich mach einfach hol ich mir gleich ab. Ich hole noch die ich gerade in ins Lager gebracht habe. Die hole ich wieder. So, wieder eine Lampe losgeworden, billig. Ups. Oh, das. Oh, ouch. Oh. Hier fallen die Leute wie die Schneeflocken vom Himmel. Ja. Er wird langsam. Ja, aber fehlt noch ein bisschen Lametta, ne? Jo. Irgendwie. Ja, stimmt, Lametta, ja. Hier in der Mitte fehlt auch noch was. Ich hol mal noch was. Hat jemand diese Würwurzel mitgebracht? Würwurzel? Ja, Moment. Ich hab ne Trauerrank und Kamessinwurzeln. Ich bin jetzt mal die dummen Laternen losgeworden. Mal sehen, wer Cedric hat sie eingesammelt. Cedric muss die Laterne noch aufhängen. Ja. Keine Ahnung, ich habe nichts weggeworfen. Das geht nämlich total blöd mit den Laternen, deshalb habe ich jetzt mal den Cedric übergeben. Cedric, dann kann der das machen. Was denn? Das ist der Weihnachtskohl gerade, was ihr gerade hört. Ach, guck mal, hier sind noch, ich bringe noch ein paar mit, hier von den Lametta-Krams. Ach so, so geht das gar nicht. So, das ist schon oben geblieben. Lalalalalalalala.
Wir verstecken uns hier einfach und warten, bis sie fertig sind, da mit dem komischen Baumgeschmück. ja. Und zwar dann, weißt du schon, was er als Baumkrone machen willst? Also als, Baut irgendwie aus vom schwarzen Kult hier, oder? Ja, nur was ab. Stimmt, das sieht wirklich so aus. Was man ja, auch noch machen kann, das fällt mir gerade so ein. Danke. Das ist zwar total assi eigentlich, aber es geht. Das wäre noch so ein, könnte man noch machen, warte mal. Ich könnte ja sagen, ich mache jetzt hieraus mal das hier und mache daraus dann so Pittchen. Pittchen, Pittchen, Pittchen. Und was wollte ich noch holen? Ach ja, ich denke mal, das hat Delfino jetzt auch schon mitgenommen. Die Wirrholz-Geschichte. Nee, hier sind noch 6. Okay, alles klar, alles gut. Ich komme. Ich habe noch so kleine Kugeln, die ich überall ranhängen kann. So kleine, sag schon, Türkise. Also der Baum wird auf jeden Fall dieses Jahr bunter als sonst. Ach, ich bin ja auch so ein... Guck mal, Delfino, was hältst du davon, wenn man hier jetzt so... Ach, das geht auch nicht? Ich kann es ja auch nicht aufs... Ah, Mist. Kann's ja auch nicht aufstellen. Also es geht auch so ziemlich gar nichts an diesen komischen Baum. Nee, wir brauchen einen neuen Baum im nächsten Jahr. Der ist kaputt. Genau. Wir brauchen unbedingt einen neuen Baum. Der braucht ein Update. Ich muss mal hier. Ja. So, und hier mache ich nämlich jetzt so eine Wirrwurzel rein. Einfach, weil ich es kann. Genau. Vielleicht geht das auch so. Warte mal. Ja, es geht natürlich nicht so. Klar. Das sieht dann so dreckig aus. Das ist auch nicht so schön. Von unten geht es auch nicht. Können wir die irgendwie verbergen? Nee. Geht alles irgendwie nicht so... Ja, wenn wir hier jetzt so eine Wirrwurzel machen, haben wir da auch wenig von. Funktioniert das, wenn du die an die Pilzlichter setzt? An die Pilzlichter? Geht auch nicht. Geht auch. Die Wirrwurzel? Nö. Aber was natürlich geht, wäre an die Pilzlichter jetzt hier noch so kleine Akzente dran setzen. So Knöpfchen. Knöpfchen. Wir machen alles mit Knöpfchen. Ja, das hat aber schon was. Ja, ne? Delfino, meinst du auch? Das ist schon nochmal auf. So diese kleinen Details. Ja, ouch. Oje, Absturz. Jetzt gucken wir mal, was Zordan da oben fabriziert mit seinem, oh Gott, Stern von Bethlehem. Sag mal. Wir haben uns jetzt eine schöne leichte Arbeit rausgesucht, hier die Knöpfe an die Pilzlichter machen. Das können wir. Autschen. Dann sieht das auch gleich nochmal ein bisschen besser aus. Oh, guck mal, hier auch auf die Pilzlichter, das geht auch dann, naja. Mhm. Kann man nämlich sagen, man macht zum Beispiel hier, macht man jetzt auch noch so ein bisschen Wirrskram hin. Und hier haben wir nämlich auch noch, da ist schon einer drauf, okay. Das hat bestimmt der Gärtnermeister schon gemacht hier, ne? Was denn? Die Ranken auf die Pilzlichter drauf gesetzt? Nö, auf die Pilzlichter nee. Nicht. War ich. Daneben. Nö. Achso, das warst du. Ja, okay. Ja. Ich hoffe, er sieht hinterher noch einigermaßen wie ein Weihnachtsbaum aus. Die wachsen aus. Dann bis unendlich in den Himmel. Ach so. Dann wird das aber ganz schönes Gestrüpp, unser Baum hier. Eventuell. Schauen wir mal. Okay, komme ich dann. Oh, ouch. Ist das also dann komplett verwildert? Ja, dann müssen wir dann auf jeden Fall neu machen. Ja, der Gärtner setzt einen neuen Baum. Ich finde, er sieht doch schon ganz schick aus so. Er sieht anders aus als letztes Jahr. Nicht mehr so nobel irgendwie, sondern ein bisschen verspannt. Das hat jetzt mehr unseren Stil, ja. Der Stern ist ja genial. Bisschen drüber. Es wird wieder Zollern. Dunkel. Was denn? Der Stern ist ein bisschen drüber, eventuell. Zu groß? Ich bin zu dicht. Der ist größer als der Baum. Ne? Fast, ja. Aber bald. Schlafenszeit. Ja, ich habe ein Bett dabei. Oh, hartes Regiment hier. Ja, das ist hier... Ja. Bei Anni ist immer hartes Regiment. Ja, ne, die ist, ja. Ja. Auch beim Weihnachtsbaum, hartes Regiment ist wichtig. Ja, da ist dann vorbei mit Liebe und so. Also ich liege dann auch so, ne? Ja, irgendwie liege ich auch. Irgendwie liege ich auch. Aber irgendwer liegt nicht. Irgendwer liegt nicht.
Ich gucke gerade auf die Minimap, wer da noch rumrennt, aber doch, doch, da rennt noch einer. Massin, ich habe es genau gesehen. Massin hat sich bewegt. Hast du da verpasst? Hat Hilfe gebraucht. So geht das nicht, so kann ich nicht arbeiten. Wird der 2D oder 3D zordern? Was? Der Stern, ob der 2D oder 3D wird. Für 3D haben wir doch gar nicht die Zeit jetzt hier. Nee, und stimmt. Die Produktionskosten. Ja, die üblen Produktionskosten. Ja, so viel zahlt genau. ITV nicht. Cedric, tut mir leid, das muss ich nochmal. Was? Muss ich nochmal etwas. Okay, hier muss auf jeden Fall noch eine Lampe hin, das sieht ja aus. Das ist zu hoch. Alles gut. Ich habe ja gar keine Lampe mehr. Haupt, da können wir den Baum noch verhöhen. Aber ich habe noch blaues Licht. Blaues Licht habe ich noch. Wir werden den Baum verhöhnen. Das geht ja auch nicht. Jetzt sind die Glowstars wieder runtergefallen. Meine Herren. Also Weihnachtsbaum schmücken ist echt nicht Stress. Für, jetzt bin ich runtergefallen. Ja, zum Glück ist das nur einmal im Jahr. Das ist schon mal die gute Vorbereitung fürs Wer hat eigentlich die Idee gehabt, hier einen Weihnachtsbaum hinzustellen? Beziehungsweise ihn zu schmücken in der Aufnahme. Ja, genau. In der Aufnahme zu schmücken, das ist ja wohl... Nee. Naja. So. Ich hatte vorhin Schilder, die sind aber irgendwie alle weg. Macht nichts. Schilder? Also sicher wieder ITV, die gesagt haben, ihr müsst das machen, das ist für die Quote wichtig. Ja, die kommen immer auf solche Ideen. Und wer muss es dann ausbaden? Genau. Ihr. Oh nee, das ist doof. Ah, okay. Oh, das war klar. Oh, der zweite war gut. Oh, ihr merkt das hier, unter Einsatz unseres Lebens wird hier der Weihnachtsbaum von Sternensingen geschmückt. Yep. Das ist nicht nur einfach so Weihnachtsbaum schmücken, nein, da gibt es auch Tote. Das sind schon mehrere Gelenke kaputt. Gedenksteine, die hinterher aufgestellt werden müssen für die Verluste beim Weihnachtsbaum schmücken aus dem letzten Jahr. Ich sehe es dann schon. Morgen dann beim richtigen Weihnachtsding gehen alle mit Krücken. Ja, genau. Alle noch fix und fertig vom Weihnachtsbaum schmücken. Okay, ich glaube, der muss nochmal weg. Der hängt so ein bisschen in der Luft. Oder nee, der hängt da drunter. Das geht, aber der muss weg, ne? Cedric, was sagst du dazu? Hast du auch einen schönen Platz gesucht zum Verstecken vor der Arbeit, ne? Cedric, bleibt so stehen. Das passt ganz gut eigentlich. So eine Figur im Baum braucht man doch immer. Ja, genau. Wir stellen einfach ein paar 3M-Männer auf den Baum. Das wäre es gewesen. Als wir Schmuck. Stellen Cedric ganz oben, hätten wir nur hinstellen müssen. Wir können ein paar Rüstungsständer draufstellen. Das ist eine Idee. Haben wir sowas? Rüstungsständer. Haben wir noch jetzt irgendwelche neuen Ideen hier? Ach so, ja, ich bin ruhig. Aber die Quote zollern. Die Quote, die unglaubliche Quote. Wir haben ja ein paar Sekunden, haben wir noch. Ich renn mal los, ich guck mal wegen Rüstungsständer. Ja, haben wir sowas? Ja, klar, wir haben alles. Wir haben alles da. Rüstungsständer? Nein, ich will sie doch jetzt nicht präsentieren. Also, so weit ist noch nicht. Nee? Nächstes Jahr Schade. Erst. Nächstes Jahr am neuen Baum dann. Ja, genau. Da Platz kommt dann sowas auch. SDE ist an der Tanne. Glatter Stein. Jetzt brauchen wir. Hi, Delfino, na? Bist du auch hier? Glatte Steinstufen brauchen wir, glaube ich, für Rüstungsständer, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Und, yo. Und Holz. Hier so Stickies, ne? Mehr braucht man ja nicht für einen Rüstungsständer. Ich glaube, man braucht nur eine glatte Steinstufe und den Rest machst du mit Stöckern. Ja, irgendwie so war das doch. Jo. Zack. 6 Stück. Das geht doch. Das ist doch. Ich bloß noch die Weihnachtsrüstung. Pass auf, Delfino, ich mache die Rüstungsteile und du färbst sie ein, okay? Die? Ja. Jetzt brauche ich nur was zum Färben. Ja. Ja, Farbstoff ist hier oben drin, in der blauen Kiste, hellblau, babyblau. Welche Farbe braucht man? Ja, das musst du entscheiden. Das ist ganz deine Kreativität. Oh Mann. Ich meine, du kommst aus Wien, du musst auch kreativ sein. Ich glaube, das Wetter draußen. Nein. Ich schmeiß dir das immer so zu und du machst irgendwas draus. Ich mach irgendwas draus. Wir machen sie bunt, fertig. Wir nehmen aber nur Hosen und das andere. Hose weiß, Jacke rot und das ganze. Hosen und Pullover. Nee, machen sie bunt. Oder soll ich ein paar Kappen auch machen? Kappen? Ja, warum nicht? So, ich muss jetzt erstmal nach hinten gucken, ob das wirklich so mies aussieht, dieser Stern, wie ich es glaube. Nein. Ist kaum zu groß. Stiefel lassen wir einfach weg, weil die brauchen wir nicht. Ja, stimmt. Nee, Stiefel sind dreckig. Die Rahmen packen können. Und hast du schon alles eingefärbt auch? Du schmeißt mir die alle braun zurück? Nein.
Die fliegen da alle. Okay, also ich bin dabei. Stern da oben zu groß. Ja, er ist viel zu groß. Ich seh's doch ein. Andi, ist doch gut. Er ist extrem viel zu groß, Sorda. Ja. Warum noch ein paar Grimme? Barbaren und Größ. Weißt du, wisst doch, wie das wo ist. Wo ich das vorhin gesagt habe, er ist zu groß. Wir Barbaren können das. Wo ich vorhin gesagt habe, er ist zu groß. Hier ist auch noch eine weiße. Habe ich auch eine weiße Hose. Wir Barbaren können das mit der Größe überhaupt nicht so richtig einschätzen. Bei uns ist doch alles immer. So. Ja, überschätzt das immer. Da noch eine weiße, okay. So. Hat irgendwer noch Gerüste eingesammelt, die da runtergepoltert sind? Fünf. Ich kann Gerüste noch mitbringen gleich. Wir sind hier gerade. Delfino, bist fertig? Ja, fast. Okay, dann mach ich nur eine Hose. Ich habe jetzt noch drei Oberteile. Was fehlt denn hier noch? Eine Hose? Hab ich da oben drauf gesehen? Ich habe drei Oberteile, aber es fehlen noch Hosen. Ja, zwei Hosen. Zwei Hosen kommen. Eins, zwei. Also da haben wir noch weiß. Zwei Hosen. Bunt, ne? Färben. Oder wie färbst du die jetzt? Ja, in alle Farben, die es so gibt. Alle Farben. Alle. Was ist denn da los, wenn man da oben Musik, das ist ja grauenhaft? Ich glaube, da übt einer noch, kann das sein? Ich glaube, Zorn da hinten hört er das gar nicht an. Nee. Das sind die ersten Versuche vom Baby Mozart. Ja, Baby Mozart, genau. Ja, machen wir noch in Oranje, freuen sich auch ein paar Leute. Ja, genau. Okay, ich bringe Delfino mit. Kriegst du alles unter? Ja, gut. Ja, da eins doch. Ich könnte ja noch mal ein bisschen hier entkrusten, damit ich noch ein bisschen was mitnehmen kann dann. Eventuell. Oh, wir haben da so. Aber nur Sachen, die ich nicht brauche. Cedric, das war schon abgezählt. Jetzt hör doch mal auf, da rum zu vorwerken. Meine Herren. Jetzt geht's aber ab, Freunde. Ja, jetzt wird hier randaliert wieder. Das war genau abgezählt. Das ist voll schlimm hier. Wie soll ich denn den Stern fertigstellen, wenn wir hier gegeneinander arbeiten? Oh, Stern von Bethlehem. Tschüss, das hast du. Das ist echt schlimm hier. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück zum Baum. Ne? Schauen wir, was die Farbe jetzt haben. Ich glaube, da sind schon wilde Fehler. Die wollen sich umbringen dann, ja. Nicht mit Weihnachtsfilmen hier. Ein friedliches und gesegnetes Weihnachtsfest. Das war genau abgezählt. Da kommt schon die Axt geflogen. Okay, pass auf, Delfino. Wir machen das so. Wir stellen die Rüstungsstände einfach auf den Baum drauf, dachte ich so. Auf den Baum, okay. So, jetzt machen wir nämlich 3D. So. Ja, die muss man ja hinstellen, ne? Oder? Ja, richtig. Die müssen stehen. Ich baue uns ein Gerüst. Und ich stelle die Stände hin und du hängst dann die... wir sind voll das Team. Merkst du das, Delfino? Nicht wie die anderen. Die anderen arbeiten gegeneinander, die streiten nur. Immer nur gegeneinander? Ja, echt. Nein. Die sind natürlich alle hier. Du musst immer nur machen, was Zeron sagt. Dann ist das für ihn perfekte Team. Genau, wenn du immer das machst, was ich sage, dann ist das alles super. Tut nicht das, was ich sage, tut das, was ich denke. Ja, genau. Okay, warte, ich stelle jetzt den Rüstungsständer. Wir stellen die auch schräg hin, weil wir es können, weißt du? Ja, richtig. So, lass mich mal durch. Jo. Okay, jetzt kannst du da schon mal schmücken. Genau. So. Einfach, ja, genau. Das sind dann so wie, wie nennt man die? Weihnachtskläuse oder so? Oder gibt es noch einen Namen für so Weihnachtsmännchen? Machen die so, ne? Richtig oder so. Durcheinander bunt. Nikoklaus. Ja, genau. Haben noch was Rotes. Wir haben wahrscheinlich für vier Leute Klamotten, oder? Ich habe jetzt noch 1, 2, 3 vier Hosen, eine Kappe und zwei Unterdinger. Also zwei Oberkörper. Okay, dann würde ich sagen, setzen wir auf die verschiedenen Seiten, ne? Dann irgendwie. Ich gehe mal runter. Wenn noch irgendwer Glowstone gefunden hat, der runtergeregnet ist. Hier? Ja, nee, da lachen wir ja oben auf den Zapfen. Immer ja damit. Nee, der liegt da immer noch. Ich hab den nur gesehen. Ich konnte ihn nicht erreichen. Mein Arm war zu kurz. Hier. Ah, danke dir. Delfino, ich würde sagen, warte mal. Hier unten, hier noch einen. Ja. Da kann man ihn schön sehen. Da kommt er gut zur Geltung. Würde ich sagen, wenn ich eine Frau wäre, würde ich sagen, da kommt er gut zur Geltung. Da so. Okay, klingt nach einem Plan. Dann würdest du den kannst du schmückern. Baum Duftkerzen vollpflastern. Geh aus meinem Bett, Dorfbewohner. Das ist meins. Elender Dorfbewohner, Mensch schon. Ach, was? Liegen? Jetzt, wo ich oben bin, soll ich schlafen? Und seid ihr wahnsinnig? Ist auch von meinen Füßen runter, Dorfbewohner. Also wirklich. Gut, komme ich wieder runter. Der will die Füße wärmen. Liege. Okay, wir schlafen wieder alle. Gleich ist der Baum fertig.
Dann würde ich hier nochmal einen draufsetzen. Nächster Versuch. Zum Schmücken. Bitte ist immer noch zu groß, leider. Was? Aber Maschine ist sehr streng. Wir können aber auch ein bisschen gnädig sein, ne? Also mit uns auch selbst. Und ach, fällt das Farbe. Ist ja Weihnachten. Jetzt, dir schwer fällt, da kommst du zu was, wa? Das fällt irgendwie. Pass auf, ich hab gleich gesagt, der ist zu groß. Da hast du mich, angefeixt. Pass auf. Ja, ich muss ja selber erstmal gucken von weiter hinten. Mein Bett mitnehmen hier, ganzen Bettendiebe unterwegs. Also Delfino, da wo, hier ist noch, kannst du noch hoch, da ist schon ein Ständer. Ein Rüstungsständer. Ja, ein Rüstungsständer, natürlich. Wie viele Ständer? Ich sehe gerade, ich brauche noch eine Kappe. Eine Kappe? Ja, also ich habe jetzt noch zweimal Füße, zweimal Mittelding, aber Kappen fehlen noch. Wenn wir jetzt noch mehr hängen welche wollen. Welche Farbe Kappen? Also zwei Kappen einfach oder eine? Bunt. Wir machen total bunt. Ja, eine bunte Kappe. Okay. Irgendwas ich renn los, rot, blau, türkis, irgend sowas. Ja. Oh, der spielt immer noch Klavier. Und er kann es aber nicht gut. Er kann es nicht, wird doch nicht besser. ich habe noch Leder gefunden. A2, super. Ich habe so das Gefühl, Zordon will UFO anfunken. Ach, deswegen. Sieht aus wie eine Antenne. Ja, stimmt, das ist so. Lass ihn noch jetzt mal mit seinem Verstärkungssignal, ja. Mit seinem, also dieser Stern wird mindestens Stern. So schön, wie ich, wenn ich eine Karte zeichne. So. Merkt eh keiner, dass ich die Kappe da weggenommen habe. Ja, das ist so ein großes Funkding. Da müssen wir nur aufpassen, dass die Band Borg nicht vorbeikommt. Da liegt doch Glowstone, das ist Zordon. Ja, das heißt, Zordon liegt da. Jetzt ist die Frage, bräuchten wir einen Stern oder es gibt ja auch ganz normale Weihnachtsspitzen? Ja, wo bloß nach oben gehen. Was sagst du jetzt? Ja, aber Spitze ist doch langweilig. Ah, oh, es ist wunderschön, Zordon. Ja, aber weil es von der Größe her jetzt eigentlich nicht aufgeht. Eigentlich nicht aufgeht, das ist total nett gesagt. Ja, das ist warte. Hier, Defino, pass auf, fang. Oh, das ist super, danke. Ist hin runtergefallen. Egal, ich hab sie. Runtergefallen. Okay. Daneben. Ich hab hier noch Glowstone. Ist gerade keiner. So, nächste fertig. Ja, okay, ich mach den letzten jetzt. Danke wegen dem Gerüst. Wir stehen hier aber noch oben. Ach so. Ich brauch das ja, wir brauchen kurz. Das auch. So viel, Sekunde, so viel Steak Sekunde. Kann ich gar nicht essen, wie ich hier Herzen verliere beim vom Baum absteigen. So, warte, hier. So, Delfino, hier ist der letzte, steht. Wenn ich das jetzt so richtig warte, gesehen habe. Zordon, ich habe noch ein Gerüstteil. Also quasi noch dann ein ist es nicht ganz so, genau. Ganz so hoch. Guck mal. Okay. Wenn du da drauf springst, ist es nicht hoch. Oder bei der Delfino drauf springst. Da wird es eng. Doch schon gar nicht. Ich gehe mal hoch zu Marcini, mal sehen, was der davon hält. Und Marcini, was sagst du? Wie macht das denn? Ja, Zordon, hier fehlt noch einer. Der ja. Stern. Ich bin da immer zufällig eigentlich. Irgendwas passt nicht. Ja, man kann ja noch sowas machen. Im Gegensatz zu den vorherigen Farben, es fehlt viel Farbe. Es fehlt ja, Farbe, ne? Gerade die Glasscheiben, die vorher drin waren, die Farbe rübergebracht haben, die fehlen eben jetzt. Genau, wir haben die ganzen Glasscheiben weg irgendwie. Glasscheiben wir müssen noch Glaskugeln ausbauen. Dranhängen, Freunde. Es fehlt noch ein bisschen mehr Schmuck an dem Baum. Früher war mehr Lametta. Ich hol noch mal... Früher war mehr Lametta. Aber denn Lametta hängt herunter und wächst sich nach oben, wie jetzt. Das ist ein elbländisches Lametta. Ja, das ist ja, modern. Da steht Kopf, ich weiß. Das ist eine Neuzüchtung. Man kann natürlich auch noch Kürbisse dranhängen, aber das ist dann zu sehr hier das andere ja, Fest. Ja, Halloween ist gerade nicht. Nee, das ist dieses heidnische Fest da. Was denn für Kugeln? Was für eine Farbe? Blaue Kugeln ja, oder? Enderperlen haben wir noch gar nicht. Enderperlen haben wir noch ja, gar nicht. Die wollten wir doch theoretisch an Mast verbauen. Ich merke schon, das klappt ja das also vom Meister zusammen. Hat die Enderperlen. Mal schauen, wo wir rauskommen. Tolle Idee. Wir schmücken dies ja den Baum zusammen. Du musst nur aufpassen, dass am Ende nicht überladen wird. Also hier, pass auf, ich hole jetzt gerade Christbaumkugel. Ich bin hier gerade im Geschäft und die will wissen, was für eine Farbe. Alle. Oh. alle Farben, so viel Platz ist doch gar nicht mehr. Jetzt ist auch egal, das wird jetzt ein amerikanischer Weihnachtsbaum. Das ist ja amerikanisch, okay. Angesagt. Also von drüben da.
Vom Walde komme ich, ja. Von weit, weit weg, die Leute. Ja, das ist da irgendwo überall. Von drüben vom Walde komme ich, ja. Zorn hat schon wieder zu viel ITV geschaut. Irgendeine Sendung gesehen, jetzt wieder das. Irgend so eine Doku. Ich finde Türkis immer sehr schön. Das stimmt. Wir haben ja auch schon Türkis drin im Baum. Es sind ganz schön gefährlich. Die zu setzen, ja. Oh, die türkisen Kugeln sind schön, die nehmen. Ja, türkis. Die sind schön. Ja, wir haben die Chorusfrüchte haben wir. So, lila. Kokosfrüchte. Chorusflocken. Lieber Herr Enzius, ich werde Ihnen gleich mal die Bauaufsicht hierher schicken. Das Massini. Nein, was? Bauaufsicht. Der lässt mich runterfallen, der baut mir einfach die Kugeln. Aber er hat recht, es fehlen ein paar Kugeln noch an dem Baum. Und die werde ich jetzt annehmen. Anni, los, du bist dran. Häng die Kugel ran. Also, Anni, wo ist denn Anni? Anni muss die Kugeln ranhängen, genau. Häng da die Kugel ran. So. Wo ist denn Anni überhaupt? Die fährt Karussell oder was? Fern gar nicht. Ach nee, es ist gar nicht. Das ist ein Dorfbewohner. Ich kann es noch erhöhen. Du schaffst es nicht. Da kommt noch eine dran. Ah, da komme ich dran. Hier, Anni. Welche Kugel möchtest du nur aufhängen? Ich habe noch rosa und blau und türkis. Bupp. Die sind doch schön, oder? Wo ist denn jetzt mein Bett hin? Anni denkt nur an Schlafen den ganzen Tag. Ja, mein Bett hatte ich eben in der Hand und jetzt schön. Ist weg. Blaue Kugel. Bla bla bla. Wo sind eigentlich die ganzen Gerüste hin? Hier standen doch irgendwie gefühlte 100 Gerüste. Ich habe drei Stück. Ich habe 9. Ich weiß aber nicht, warum. Mehr habe ich nicht. Ich bin mit 33 hergekommen. Jetzt habe ich auch wieder genau 33. Also, das hat perfekt aufgepasst. Boah, das ist aber gut. Wenn jemand was braucht, dann sagt Bescheid. Na, du bist ja auch die ganze Zeit nur da oben an deinem Stern. Ja, der ist jetzt fertig. Ich finde den schön so. Ja, ach so, warte. Schön so. Ja, klar, ist schön. Alles ist wunderbar. Alles ist super. Alles ist wunderbar. Kann ich doch nicht dafür, wenn der Baum zu klein ist für dich. Also nächstes Jahr Lision größeren Baum bauen. Aber nächstes Mal. Einmal ein Block. Der Baum muss größer werden. Damit geht das nicht kleiner, finde ich irgendwie. Guck mal, ich habe die Kugeln aufgehängt. Jetzt wird auch langsam, oder? Ich gehe nochmal zu Massini hoch. Und? Oh, das sind schöne. Das sind schöne hier, die Cedric da gerade hingepflanzt hat. Hallo, Cedric. Es fällt trotzdem noch Farbe. Es ist alles in Gelb überwiegend gehalten. Ja, das sind die Pilzlichter, ne? Ja, sehr gut, das ist, damit er schön leuchtet in der Nacht. Gerade noch für rote Akzente, was weihnachtlich so schön ist. Cedric, hast du noch ein paar Enderperlen? 5. Gib mir mal eine oder 2. Ich muss nämlich mal da oben hin. Lampe, wo bist gefallen, du denn? Verdammt. Ach da. Warte, vielleicht komme ich ran. Ist. Kann dir auch ist. Noch 2. Nee, ich komme nicht ran. Ich hab's daneben geworfen. Neben die Lampe, ja, das ist sehr gut. Hat er kurz was essen? Ich glaube, wir müssen auch gleich Schluss machen. Wegen Zeitüberschreitung. Das stimmt. So, okay, jetzt sind wir nämlich hier. Kann ich nämlich hier noch blau hinhängen, ein bisschen? Ups. Hier könnte noch blau hin. Ich muss das ja nur dahin hängen, wo der Bauinspektor hängt, gerade ist. Die andere Seite sieht er ja nicht. So, nimmst du mal mit. Nimmst du mal mit rüber. Hey. Nein. Zack. Also, wisst ihr, was total gut ist zum Baumschmücken? Man kann sich einfach mal dahin teleportieren, wo man gerade schmücken will. So, da noch. Da noch. Da noch. Soll ich so tun? Ich glaube, so ist gut. Hallo. Na? Ich muss ganz oben drauf. Oh, das war vielleicht jetzt nicht so schlau. Oh doch, das war sehr schlau. Hat funktioniert. So. Okay, ich hänge hier oben jetzt noch ein paar Kugeln auf und dann jetzt ist gut, ne? Auf welchen Knopf muss man drücken, dass das TNT losgeht? Das wollten wir doch erst in der nächsten Folge machen. So, ja. Ach so, TNT ist ja auch verbaut. Na gut. Gut zu wissen. Ja, das machen wir dann für die Folge nach Weihnachten. Und jetzt abschließen. Ja, ich muss noch. Genau. Ich muss noch mehr bunt. ich glaube, das reicht doch dann. Aber das ist ja schon total die Kasperbude geworden hier.
Der ist doch schon schön. Ich meine auch, ne? Lass den frohen munter sein, den Baum. Mhm. Ja, genau, lass den frohen munter sein. Okay, ich denke, da ist doch herrlich. Ja, ist doch, das ist doch ein herrlicher Baum. Machen wir mal hier. Er ist halt dieses Jahr farbenfroh, etwas. Letztes Jahr war er halt sehr schlicht und dieses Jahr ist er halt eher etwas farbenfroher. Ege. Bis. Was? Okay, 40 Minuten, Leute. Ich glaube, das reicht auch. Das war's. Ich glaube, das war's. Wenn's am schönsten ist, soll man aufhören. Genau. Wir gehen wieder alle zu der Treppe, wo wir begonnen haben, würde ich sagen. Da können wir uns alle nochmal unser Machwerk angucken. Dorfbewohner einfach beiseite schubsen. Ja, guck mal, so sieht er aus, unser Baum. Ich finde ihn toll. Wie der leuchtet. Ja. Er leuchtet, das kann man sagen. Unter den Baum. Wir haben nochmal alles gegeben, farbtechnisch, Marcini. Ja, rot fehlt mir. Wo ist ein Illusion-Bauleiter? Illusion. Und wenn du noch Probleme hast, kannst du dich an Illusion wenden. Der ist Bauleiter. Illusion, wo bist du? Ja. Ja, nicht jetzt. Also die Dorfbewohner finden auch toll, sagen die gerade. Also es ist. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Baum findet. Also ihr dürft nicht in die Kommentare schreiben, wie ihr den Baum findet. Postet eure eigenen Bäume. Genau. Ja, genau. Und schickt mal ein paar Bilder von euren eigenen Bäumen. Dann können wir die vielleicht können wir die hier rein importieren. Aber nein, ich finde es schön. Und jetzt war es das aber für heute. Und morgen geht es dann weiter mit der großen Weihnachts-Sondersendung. Das Baumschulung hat schon 40 Minuten gedauert. Das kann ja ein Spaß werden. Also, wir warten aufs Christkind hier auch. Und ich sage von dieser Stelle, liebe Leute, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedersehen. Tschüss.